Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch, hier zu sein. Oh, ja, wo auch immer hier ist, aber hier ist ja fast ein bisschen Italien. Bei Ihnen Ja, ist ja genau. Italien, ne, im Hintergrund. Ja, immer. Frau Heselmeier, heute geht es zu Ihren Lieblingsplätzen. Sie verraten heute in Italian Secrets die ganz großen Geheimnisse und Sie entführen uns in eines Ihrer Lieblingsrestaurants in Italien. Ich freue Ja, mich das drauf. ist korrekt. Nur eins vorweg, mein Lieblingsplatz oder meine Lieblingsplätze müssen nicht auch die Lieblingsplätze von anderen sein. Man verbindet immer etwas ganz Bestimmtes mit seinem Lieblingsplatz. Das gibt einem etwas. Der eine, der sucht vielleicht ein bisschen Tumult, der sucht so das Leben, wo wirklich das Leben, der Bär steppt, auf gut Deutsch gesagt. Und für den anderen ist ein Lieblingsplatz ein Ort, wo er einfach abschalten kann, wo er vielleicht einfach nur sein kann. Und deswegen ist es natürlich etwas sehr, sehr Subjektives. Aber vielleicht kann ich einige Leute, ja, meine Lieblingsplätze, ja, mit ihnen teilen und ihnen und sie dafür begeistern. Na, dann schauen wir mal. Ich bin ganz Genau. gespannt. Ja, das eine, das ist quasi so ein Dreigespann. Das sind drei Säulen, die habe ich auch schon des Öfteren erwähnt. Das ist im Norden Italiens, in der Nähe vom Gardasee. Und zwar Warum das. wundert mich das nicht? Ja, Sie wissen ja, dass ich später mal dort leben werde. Also führt es uns immer wieder dorthin. Ja, das ist das Weingut Selva Capuzza. Ich bin halt von deren Weinen total begeistert. Die machen wirklich richtig gute Arbeit. Da gibt es einmal den Lugano, dann den Chiaretto als Rosé. Und eine zweite Säule von denen ist ein Restaurant, wo man wirklich ganz, ganz vorzüglich essen kann. Und ich bin, wenn ich in der Nähe bin, versuche ich dort einen Tisch zu reservieren mit Freunden, dass wir uns dort treffen und dann mal wieder dort schön essen gehen, dann natürlich die hauseigenen Weine von Selva Capuzza verkosten können. Und was mich da so begeistert, was ich dort so faszinierend finde, wir sind letztendlich nicht so wahnsinnig weit von der Autobahn entfernt, aber trotz allem ist es irgendwie so, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Sie haben nördlich davon wirklich die Autobahn und auf der anderen Seite diese weiten Felder, wo wirklich ganz viele Weingüter sind. Aber das verteilt sich alles ganz, ganz toll. Und jeder Fleck dort, jede Position, die hat irgendwas. Und so sind sie dann mitten in der Natur, umgeben von ganz vielen Olivenbäumen. Und ja, haben dann auch noch den Agriturismo von Selva Capuzza und können dort übernachten, abschalten. Also es ist dort wie so ein kleines Paradies. Das ist Das eine ist das Sache, die etwas für Euro-Jackpot-Gewinner oder ist das erschwinglich? also da ich kein Euro-Jackpot-Gewinner bin, muss es wohl erschwinglich sein. Okay. Also absolut erschwinglich. Und die Menschen, die man dort trifft, die sind alle einfach nur lieb und herzlich und ja, man ist dort sofort willkommen. Aber wenn man da einfach mal so durch die Felder läuft und niemandem begegnen möchte, dann ist man auch für sich. Man kann da am Restaurant von Selva Capuzza einfach das Auto abstellen und läuft und läuft und läuft. Es ist weit, weit, weit. Also wirklich sehr, sehr idyllisch. Welche größere Stadt ist da in der Nähe? Da haben wir zwei größere. Das eine ist Sirmione. Das ist ja die Halbinsel, die in den Gardasee reingeht. Aber gehören tut das zur Gemeinde von Desenzano. Die ist dann gerade ein Stückchen weiter westlich am Gardasee. Okay. Ja, also alles irgendwie im grünen Bereich, alles nicht so weit auseinander.
Und dann kann man auch mal schnell an den Gardasee. Aber wie gesagt, der Gardasee, da ist es ja dann meistens ein bisschen voller und einfach mal ein bisschen abseits, idyllisch, paradiesisch. Klingt gut. Ja. So, dann habe ich noch einen Platz. Ja. Genau das Gegenteil. Und zwar habe ich den kennengelernt vor einigen Jahren, als ich in die Region Abruzzo eingeladen wurde. Das ist so ein bisschen weiter südlich an der Adria gelegen. Und wir haben dort oder wir waren eingeladen zu der Tour d'Abruzzo. Man hat uns ein Hotel besorgt in Francavilla al Mare und hat uns dann jeden Morgen mit dem Bus nach Ortona gefahren. Das ist eine kleine Stadt, so ein bisschen südlich von Francavilla al Mare. Und dort ist die Enoteca, wo dann eben auch die Verkostungen stattgefunden haben. Und wie es sich für jede italienische Stadt gehört oder fast jede, gibt es auch in Ortona eine Festung. Und die ist natürlich ganz nah am Meer. Dann habe ich mir einfach erlaubt, mal in einer der Mittagspausen so einen kleinen Spaziergang zu machen und bin dann von dieser Enoteca, wo die Verkostungen stattgefunden haben, Richtung Festung, Richtung Meer gelaufen. Und wenn man dann das Meer vor sich hat und man hat dann die Festung rechts, dann ist links daneben ein Park. Und in diesen Park gelangt man durch ein Tor. Und das ist dann wirklich wie das Tor zu einer anderen Welt. Also wenn man dieses Tor durchschritten hat, dann hat man hinter sich Straße, Menschen, Autos, Verkehrslärm. Und wenn man sich dann in diesem Park befindet, dann ist da auf einmal gar nichts mehr, nur noch Stille, absolute Ruhe. Ich habe da auch witzigerweise keine Menschen angetroffen, obwohl man ja jetzt davon ausgehen kann, dass um die Mittagszeit auch gerade berufstätige Menschen, die ja gerne gerade in Italien mittags rausgehen, die dann teilweise sich ein Sandwich holen und das dann irgendwo draußen in der freien Natur essen können. Es war dort gar nichts. Ich war wirklich ganz für mich alleine und habe nur aufs Meer geschaut und habe diesen Park genossen, Vogelgezwitscher. Also das war wirklich wie eine andere Welt. Klingt super. Und das hat mich wirklich so begeistert. Ich hätte Stunden dort verbringen können, aber ich musste wieder zurück zu den Verkostungen. So ein Ärger. Eine grausame Angelegenheit. Ortona kenne ich jetzt nicht, kann ich gar nicht zuordnen. Welche größere Stadt ist denn da? Weil die Region Abruzzo sagt mir jetzt auch nichts. Abruzzen ja, aber die Region Abruzzo nicht. Also wie kann ich das einordnen? Wo liegt das? Das ist die Region, die südlich der Region Marke ist. Marke, wissen wir ja, ist Ancona. Und die Region darunter, auch wirklich direkt an der Adria gelegen, das sind die Abruzzen oder Abruzzo, wie es auf Italienisch heißt. Und da haben wir dann eben einmal die Stadt Francavilla al Mare, die liegt eben direkt am Meer. Oder auch Ortona, was direkt am Meer liegt. Das sind eigentlich so die beiden Städte, die ganz dicht beieinander sind. Wunderbar. Ihr Lieblingsrestaurant hatten wir, das war das in der am Gardasee, ne? Genau, selber Kapuzza. Genau, ich kann es nicht aussprechen, deswegen habe ich versucht, da irgendwie elegant drumherum zu reden. Mit welchem Rezept verwöhnen Sie uns heute? Ja, man hat möglicherweise zwischenzeitlich erkannt, dass ich es liebe, einfache Gerichte zu teilen oder die Rezepte für einfache Gerichte. Und die Frittata, das ist auch etwas, was eigentlich jeder Italiener mag und was man auch sehr, sehr häufig, wenn man in einer Bar ein Aperitivo bestellt, da bekommt man ja dann zu seinem Getränk meistens auch noch die obligatorischen Chips und Erdnüsse und Oliven. Und ganz häufig hat man dann auch so ganz, ganz klein geschnittene, ja, man kann fast sagen Eierkuchen, wo dann auch Gemüsestücke eingearbeitet sind. Und genau das ist die Frittata.
Also darf man jetzt nicht glauben, das ist ein kalorienarmes Essen. Es besteht aus viel Gemüse natürlich, aber auch aus ganz vielen Eiern und Sahne. Und natürlich Parmesankäse. Wenn man die Kalorien aber nicht sieht, sind sie auch nicht schädlich. Wenn man die Kalorien nicht. Da man die Kalorien nicht sieht, sind sie auch nicht schädlich. Ja, die sind alle tot. Genau. Ja. Wenn ich so eine Frittata, eine Gemüsefrittata genieße, welchen Wein trinke ich dazu? Weiß oder Rosé? Genau, weiß oder Rosé. Also ich würde, gerade wenn ich dann draußen sitze im Sommer, Balkon, Terrasse, würde ich höchst selten Rotwein bestellen, sondern wirklich einen schönen frischen Weißen oder auch einen ganz leichten Rosé. Schön fruchtig. Also das sind eigentlich die beiden Weine, die man sehr, sehr gut zur Frittata genießen kann. Frau Hesemeyer, dann danke ich Ihnen für heute. Wir haben einen Vogelgezwitscherpark mit Blick aufs Meer und wir haben ein Weingut, durch dessen Weinberge man herrlich spazieren kann. Das eine in der Mitte Italiens, ein bisschen weiter südlich, das andere im Norden Italiens. Also für jeden etwas dabei. Und ja, irgendein Lieblingsplatz wird wohl jeder unter diesen Weinen finden können, denke ich. Ja, ich denke auch. Und ansonsten, wenn jemand in Italien unterwegs ist und eigene Lieblingsplätze entdeckt, bin ich natürlich immer offen und neugierig, auch von den Zuschauern vielleicht mal den ein oder anderen Lieblingsplatz zu erfahren. Vielleicht hat ja einer den Mut, den zu verraten. Ja, stimmt. Ja, Gute wahrscheinlich Idee. behalten die das alle für sich, so wie wir das auch für uns behalten. Genau. Heusemeier, dann vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich danke auch. A presto. Ciao.